Silent Hill Downpour 2. Nee, nee, ist der Mond? Für ein richtig großes Triple A. Dead to Rights. Dead to Rights. Genau, wollte ich gerade sagen. Damn it! Für ein richtig großes Triple A sieht sich gut genug aus. Das erste Fuck you. Das erste Fuck you, der E3 ist gefallen. Da steht hier. Blair Witch, das Spiel. Ist irgendwas Neues. Müssen wir wieder zu dritt spielen. Oh. Das ist wirklich Blair Witch? Das ist wirklich Blair Witch. I told you. What? Nee. Das ist Blair Witch. Das ist das Blair Witch Symbol. Holy shit, Leo. What? Erste Voraussage der E3 kommt schon. Dankeschön. Man baut den, sagt man. Yep. Sagt yep. Der Chat. Keanu Reeves. Yes. What? Aber what? War das wirklich Keanu Reeves? Ja. What the fuck? Da, da kommt Keanu Reeves. Kommt er jetzt? What? Keanu Reeves John auf der Wick Xbox? Ist da. Yeah. Fuck yeah. Yeah. Er tötet jetzt einfach alle in der Halle. Alle. Der neue Kojima-Moment, Mann. What the fuck? Der Halo-Sprecher hat Keanu Reeves gesagt. And I'm always drawn to fascinating stories. Yeah. Das ist gelogen. I like to kill people. Cyberpunk. Oha. Er kann alles sagen. Ja, er hat ein bisschen was Nicolas Cageiges manchmal. Das ist gut. Oh, das ist wirklich jetzt der Spaß dran. Wie die Leute, I love you schreien. Of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. Hat er your breathtaking gesagt? Aber ja, wenn du eine einzelne Stimme das laut rufen hörst. Das ist ja großartig. Oh, dass das nicht so ein... Oh no! Dead Dragon Cancer 2! Ah, Watch Dogs. Jetzt? Bei Microsoft? Ja. Spielt man da einen Otter? War das vorher schon bekannt? Wenn nein, bin ich nicht interessiert. Aber wenn ich lese, ey, Azure AI, das passt doch voll zu diesem, du kannst jeden... Aber das sieht nicht nach Watch Dogs aus. Aber warte, das ist doch... Nee, das ist... Detroit? Was anderes. Das ist eine Drohne. Komm, das ist Watch Dogs. Haben die Flugsimulator? Ja, Flight Simulator 2000. Deswegen Satellite Images? Holy shit, what? Ja, stimmt. Holy moly. Das ist ein fucking Flugsimulator. Microsoft Flight Simulator. Ich hab Flugsimulator 2000 so viel gespielt. Kann ich das mit dem Lenkrad spielen? Ach, guck mal, Berlin-Köpenick. Nach dem erfolgreichen... Mit Giraffen, eindeutig Berlin-Köpenick. Wow. Microsoft Flight... Mit dem alten Logo, das alte Logo. War das nicht bei dem Fire Festival-Ding, dass der Typ über Microsoft Flight Simulator irgendwie gelernt hat, wie man fliegt? Ja, 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 da war irgendwas. The joining Xbox Studios is... Double Fine Production. What? What? Double Fine! Holy shit! Psychonauts, Alter! Ja, deswegen war das Shirt! Fuck yeah! Sie publishen es nicht nur, es gehört ihnen jetzt! Der Stil ist auch so herrlich abgefahren. Die Zähne an der... I love it! I love it! Mehr! Yes! Zähne! Fuck yes! Ja, YouTube. Gameplay. Und die, sind das nicht die mit Musikinstrumenten immer auflaufen? Das ist einfach nur Terminator. Yep. Ja, das ist wirklich. Das ist, also wirklich. Ja, ja. Ist das ein Terminator? Das ist Terminator. Holy What? Shit! Das ist, ich hätte nicht gedacht, dass das echt Terminator ist. Da, das ist Tails. Oh, ja, Tails. Da habe ich nur den einen Screenshot Fuchs gesehen. Fuchs aus Sonic? Und ich war mega aufgeregt, weil das erste Mal... Tails bekommt sein eigenes Spiel, endlich. Weil das erste Mal... Und jetzt trägt hochhackige Schuhe. Ja. Weil es das erste Mal seit irgendwie 20 Jahren ist, dass das... Ah, oh, lass mich doch mal ausreden! Dass es irgendwie das erste Mal seit 20 Jahren ist oder so. Ich dafür, was du redest. Dass das ein technisches Update bekommen hat. Dass eine neue Engine kommt. Ja. Dann hast du mir das jetzt sogar beendet. Ich fühle mich gemobbt. Ja, aber ich dachte, es dauert noch eine halbe Ewigkeit. Ja, weil ihr mir gerade dazwischen geredet. Robin, da weißt du mal, wie wir uns... Ja, keine Sorge, das sind nicht mehr das, was du redest. Don't be mean. Du hast mir gerade das versaut! Und das ist erst Tag 1. Guck mal, er hat die Waffe aus der Brust gezogen. From Software? Ja. Der Waffen? Woraus ist denn da der Kampf? From Software. Ich sage euch. Ja, doch, es ist ein Hammer. Ja. Hammer ist sehr nordisch. André? Das könnte sehr nordisch sein. Das sieht sehr frommig aus. Yes, please. Und das ist von Miyazaki. Naja. Meinst du, kommt und Martin auf die George Bühne? Ja. Alter, das ist so ein geiler Text. Ja, ja. Ich komm grad so hart. Das ist so. Das ist die Best-Timeline. Bitte komm nicht auf die Bühne. Zu spät. Mehr kann eigentlich nicht gestorben werden, als außer bei diesen beiden Creators in Kombination. Jesus, was ist das? Der hat seinen Arm im Arm. Oh, das sieht so gut aus, die klassische Armor. Ah! Looks like das muss ein Fan-Ding sein. Ja, natürlich.
Wäre blöd für die Franchise. Game over. Oh, schöner Übergang. Oh, fuck yeah. Oh. Fanboy all over the place, the sound. Yes! Yes! We're going Get hit, killt ihn einfach. Das ist ein Guardian wahrscheinlich, der jetzt was benutzt. We need to run! No, we need a fight. Fuck yeah. Nope. Hätte ich auch so gemacht. Das darfst du machen. Oh. Oh, ist jetzt der Trailer vorbei? Ich will mehr sehen. Aber das alte Theme! Ja, hat man noch nicht so viel gesehen. Also, ich habe jetzt noch nicht mehr Infos. Immer noch kein richtiges Gameplay. Oh, okay, ich hab nichts gesagt. Oh, nee, ist, glaube ich, nur ein Stinger. Das ist alt, das ist nur alte Musik. Und das ist der alte Kontrollraum aus Halo 1. Das kenne sogar ich wieder. Oh. Nimm die Oma. Oh ja. Ja! Oh, das lovely evening, isn't it? Oh, das ist silly, es mag es sehr. Now they're all bloody machines. Oh, the crap in Aber was für ein krasses, das ist was völlig anderes als die ersten beiden Teile. Ich finde das sehr interessant gerade. Aber auch mit angepassten Animationen, ja, oder? Ja. Wow, ist das einfach. Das ist, das ist ja super. I love it. Dann war es aber auch nur zwei Sachen, doch leider. Und das zweite war alles, alles Hacken und Crazy. Sorry. Dieser Song wird immer als Intro für It's Always Sunny in Philadelphia. What the fuck? Was das ist doch so Always Sunny in Philadelphia. Das ist Rob McDingens. Rob McElhenney. And for the past 14 years, I have been making a television show called It's Always Sunny. What the fuck? Yes, da bin ich wieder mal not amused. Like this one. Counter auf 5. Warst du irgendwann schon mal amused in diesem Stream oder warst du ein großer nicht? Das ist wirklich Terminator! What? Ernsthaft? James Cameron hat sich einfach irgendwo reingekauft. Was ist das denn? Haben wir das Terminator-Jahr? Terminator greift irgendwie in. Da liegen so Trümmer, weißt du, und der greift rein und holt so eine Smash-Einladung raus und they want me in Smash. Oh Gott, oh, ihr Ficker! Was ich reiß euch den Kopf ab! Was war da gerade? Das fucking Fischer in der Küche! Ihr Ficker! Mit den ganzen Spielen, die es gibt! Wie geil das auch wäre, wenn Splinter Cell jetzt als Mobile-App rauskommt. Oh ja! Aber guck mal, hier ist so eine Art Mobile. Splinter Cellphone, hahaha! Diese Spiele gibt's alle! Es ist jetzt Command & Conquer Rivals all over again. Aber schön, dass es diesmal nicht mich getroffen hat. Die totale Splinter Cell-Erfahrung. Dann muss aber Splinter Cell angekündigt werden. Dann ist der ganze Rage wieder weg. Suchst du was? And humanity itself. Ist das irgendwie ein Handheld oder so, habe ich gespielt? ich wohne hier direkt. Soll ich die Switch kurz holen? Ja, und der sagt jetzt... Ich glaube, es ist vorbei. Es kommt jetzt noch ein Rabbids letztes 2. Ding. Ja. Rabbids. One last thing. Prince of Persia. Oh. Ach, fuck, Mann! Splinter Cell Cross Flowers. Ja, ich glaube, Splinter Cell können wir schon mal ausschließen. Vielleicht wird es auch trotzdem toll. Das war bad. Also das war richtig nicht gut. Komischer Rausschmeißer. Ja. Weil da war ja jetzt nichts groß, was mich hätte hooken können. Och. Und wieder kein Splinter Cell für den armen Robin. Robin, denk doch mal einer. Ich war mir sicher! Aber ich war mir sicher! Aber ich glaube, der Pikachu channelt gerade sehr deine Emotionen, Robin. We are very excited. Let's take a look. Meet the net. Thank you! Wow. Was ein Twist in der Präsentation. Let's go. Von Shinji Mikami zu ihr war ein schöner Kontrast. Ich will, dass sie jetzt alles präsentiert. Shinji Mikami so voll ernst. Ich hoffe, das stößt jetzt so unfassbar fucked ab. Das fände ich so cool mit ihr als Creative Director, dass die krankste Scheiße, die ich je gesehen habe. Ist das CG? Das ist einfach Junji Ito. Ja, CG. Ja! Komische räumliche Kacke, die nicht funktioniert. Ich bin bei Paranormal. Das ist eine schöne Beschreibung, Robin. Ihr guckt mal, diese Pflanze wurde zu einem Ringfrau. Guck mal, da hinten steigen Leute auf. Death Stranding 2. Death Stranding, ja. Oh ja, und Rahmen. Ich bin dabei alle dabei. Der Evil Within 2 CG-Trailer war auch so super. Terminator Cross Rahmen. Das Spielfeld aus dem Rahmen. Oh, hast du das Viech da gesehen? Holy shit. Leo, ey. Leo, get the fuck out. More ways to customize your playstyle. And, of course, even more evil Nazis to kill. He loves it. Driving the point home. You can partner with a pal to double up on shooting, stabbing and killing Nazis. Das ist so Absicht. Ja, ja. Da hast du dann Prince of Persia, Tom. Ja.
Das sieht kein super geil aus. Holy shit. Ganz viele Plattformer plötzlich. Das geht jetzt hier schon wieder, also das ist immer dasselbe. Die ganze Zeit. Aber wir lassen das jetzt hier auf uns wirken und dann diskutieren wir. Das zu sagen, nachdem du schon sagst, dass es scheiße wird, funktioniert nicht mehr. Doch. David. Unvoreingenommen. Halte den Rand, schaut euch das an. Okay. Aber wie kann denn das sein, dass ich, als einziger richtig liege in der Runde? Manchmal ist das so. Das muss euch doch auffallen, dass ihr alle falsch liegt. Auch der Chat sagt das. Warte, ich such das jetzt. Ich such mal den einen im Chat, der sagt, ihr liegt alle falsch. Außer David. Warum ist David nochmal dabei? Ich hab ein Handy in der einen Hand, das sieht ihr ganz nicht. Ja. E3 is here, we're out of time. Initiate Devolver Direct Protocol. Prahat, wait! Wow! Wow! Oh, einfach den Stil. Hello! Introducing Devolver Bootleg. Whoa, wait. What's first? Official gray market game launcher that exclusively rips off our own games. Holy fuck! For Devolver Bootleg. From there, potential users will have the opportunity to pay a small fee to download the launcher. Und das ist ein echtes Spiel. Das ist ja lustig. Das ist ja super. Und Enter the Gun Dungeon. Ape Out Junior ist ja. Gun Dungeon. Hotline Milwaukee. Ape Out Junior. Luke Trouser 6. Oh, Ape Out Junior ist ja mega gut. Absolvers, das will ich spielen. Wow. Super gute Idee. Das ist so real. Why in the HE double hockey sticks did I just say dump crumbs, cheese and rice? Ich kann nicht mehr fluchen. Hey, yeah, so here's a world premiere of my game Carry On that I'm in. Das ist super. Hey, yeah. Oh, man spielt den so. Oh, wow, was? Auch für solche Spiele bin ich ein Sucker, wo man ja, ich auch sowas spielt. Sieht sehr, sehr gut aus. Oh, ja. What oh. The yes, fuck? Yes, 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 yes. Schlucke, schlacke, schlicki. This is real. This is actual. This is happening. No. Steal from your parents if you need to. And you da. Will... Enter the Gungeon. Hier steht, das kostet $5,000. Wenn du dir das Arcade-Kabel kaufen willst? $5,000 ist ein Instagram-Post. Influencer-Lifestyle. Insert-Jingle hier. Okay, wir sollen noch nicht ausmachen, wenn die Credits starten. Oh, das ist unglaublich. Bitte sei offiziell. Es ist unglaublich. Terminator. Ja, wirklich. Oh, bitte sei no. Offiziell. Einfach. Oh, es ist das Geisterhotel aus Vampire. Luigi's Mansion mit echten Leuten. Also nicht Luigi's Mansion. Jeff's Mansion. Nur Menschen. 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 Genesis Noir. Das hat so einen Noir-Stil. Das ist wie bei Cyberpunk 2077 zu sagen. Ich glaube, das ist Cyberpunk. Das erinnert mich vom Szenario sehr an Cyberpunk gerade. Was für ein Stil nochmal? Ich weiß immer noch nicht, ob es Absicht war. Okay, du hast aber nicht angefangen mitzulachen, sondern nur so traurig da umgeguckt. So gut. Und dann kommt eine Pixel. Findest du denkst doch mal gut? Das weißt du doch, dass ich das liebe. Ich habe damals den Hype ins Rollen gebracht. Ja, Moment. Halt. Doch, ich habe das für Giga getestet Moment. Und du bist reingekommen und hast gesagt, ah, ich weiß wieder nicht, was ich spielen soll. Ich erinnere mich daran, dass ich reinkomme und du sagst, oh, ich glaube, ich gebe dir doch mal eine 6 von 10. Habe ich gesagt, ja, warte mal, David, vielleicht never. Bessere Wertung. Habe ich nie gesagt. Und dann hast du gesagt, ja, aber ich großer Abschnitt vor allen Dingen über diesen schlechten Theme-Song. Habe ich gesagt, so, David, der ist doch voll gut. Ich weiß wieder nicht, was ich spielen soll. Behind, hilf mir, was soll ich machen? Und ich so, also, oh, guter Name, nehme ich. Ja, genau. Ich schwanke zwischen LeFloid und Behind. Nee, LeFloid habe ich schon niemand anderem geraten. Was ist das mit dem ist Vogel? Ist das ein Vogel? Ja, ja, ja. Okay. Spatz. Now I'm in. Ist das einfach nur Skatebird? Heißt das hier super yes. Gut? Skatebird. Gameabout ist vor allem your best. Oh, der ist sieht super. Sieht das doof aus. Oh. Das ist das Beste. Das müssen wir morgen dem Matt zeigen. Der kennt das bestimmt noch nicht. Ich muss bei der Musik immer ans Day of the Tentacle Intro denken.
Ja, die trinken jetzt auch radioaktiven Müll. Ja, ja. Kriegen Arme. Sag mal, wie viele Zombies mega. Denn? Was für eine gute Idee. Oh, die Musik. Ja. Das ist das Lustige bei Dust. Die Siedler von Kadabra. Du hast ja Dark Side. Wow! Nein, einfach nein! Naja. Naja, sag das in seinem Gag. Naja, was soll man machen? Kennst du noch das Stand-up von, als du dann meinst, so, naja. Naja. Oh, was soll denn? Aber bezahlt habt ihr ja schon. Ja, naja. Na ja. Oh, yes! Was denn? Das ist das Menü von Final Fantasy VII. Nein, das ist ein großes Schwert, das hat jemand angegriffen. Oh, sie wissen genau, was sie machen. Das ist eine komisch kleine Location. Oh, sie haben mich schon. Das ist so easy. I'm sorry. What the fuck, Tom? Bisher? Remake, klick auf Remake jetzt. Was denkst du, was passiert? Du weißt, dass es das schon gibt, Tom. Tom, die können ich nicht hören. Ah, guck, da siehst du mehr. Yes. Oh. Yes, please. Oh. Aber durch die Tunnel, what? Da gibt es neue Motorradfahrten. Ist das tiefer? Nee, das ist nicht tiefer. Okay, das ist Jesse. Ne? Jesse? Ja. Nie gehört. Jesse und James von Team Rocket. Ach, dem gerade war auch Tifa dabei. Wie sie wirklich nur... Oh, Tifa! Ich hab gesagt, die war gerade in dem Kampf kurz dabei. Und Marlene. Das Haus kenne ich auch. Und Tifa ist gut designt. Das ist doch so ein Wirt-Ding, ne? Ja, sag ich doch. Oh. Bin ich das? Bin ich der Fan? Final Fantasy 8? Tatsächlich. What? Das war vorher... Nee, Robin, komm mal zurück. Ist nicht das, was du denkst. Ja, ich weiß! Fuck! Remastered. Aber das heißt, weil sie haben doch irgendwie den Quellcode verloren. Ja. Das heißt, sie mussten so wahrscheinlich viel nochmal neu basteln. Okay, das sieht awesome aus. Das ist aber immer noch... Oh, doch, das ist Gameplay. Ja. Ja, diese Splitteraufnahme. Ja, genau, also das meinte ich. Ich meine, alle grafisch sieht das hervorragend aus. Okay. Nee. Der ist tot. Der ist wirklich tot. Nehme ich. Ja, die waren ja zum Glück nie so drauf. Wir killen keinen. Doch, wenn ich auf den Sack gehe, dann töten wir euch. Das ist so weird, diese leicht anderen Designs bei allen Charakteren. Ja, es hätte noch deutlich noch weiter weg. Stunt-Doubles. Ja, genau. So. Wie in Spaceballs. So, aber Sam ist wichtig. No, but we get ob die that a lot. Irgendwie im gleichen Raum standen, wie uns sie das gemacht haben? Ich glaube nicht, nee. Doch, also er wirft schon einen Schatten auf ihn, ja. Aber der hat auch gerade so Star Wars Episode 2 mäßig an ihm vorbeigeguckt. Ich will nichts Neues, ich will... Ich will das, was ich kenne. Na, Luigi kommt. Yay. Das weird. I love it. Das war ein bisschen awkward. Die standen nicht in einem Raum. Nee, auf keinen Fall. Was? So, das war diese zwei Spieler. Das war irgendwie 2 Euro, dass das der nächste Smash-Charakter ist. Guigi. Also ich sehe jetzt schon die ganzen Not Safe for Work-Bilder mehr. Guigi. Ich will nicht Guigi sein, ich will der richtige Guigi sein. What? Er kam da voll gut mit klar. Jetzt ist es Animal Crossing. Oh, okay. Oh, das Fisch-Minispiel ist wieder drin. Nördlich vom Dorf. He's a good boy. Determination. Ja, doch, ich bin doch sehr, bin ja, sehr warm geworden mit dem Stil. Voll. Oh ja, jetzt Instrumente spielen. Oh, hier will ich, dass die Kamera so dreht, man sieht, wie das in 3D aussehen würde. Das so ist ja schon bald. Weißt du, das wie bei ist wann ist das im genau. Schön. Soon. Ja, schön. Ist die Mana Collection noch? Ist das nicht das Mana? Ja, schwer. Ist das auf der Switch erschienen? Das Remake? Ja, ja, aber... Nee, das ist aber was diesen, anderes. Ach, schön, das ist doch was anderes. Aber das nee, ist doch das der Kobold. Doch Mana. Ja, das war das Mädchen. Ist das ein Wiedergutmachungs-Remake? Ist das Secret of Mana Remaster? Trials of Mana. Ja, endlich! Ah, there we go. Jawohl. Ah. Vollpreis. Oh, sogar Mystic Quest. Ah, das ist das Wahnspiel. Ach, das ist ein Remake von... Okay. Ist das dann quasi Seiken Densetsu 3 oder was? Ein was zu 3? Seiken Densetsu ist die Originalreihe. Okay. Weil das gab's ja nie. Das war der dritte also Teil. Remake vom dritten Teil? Ja. Weil das ist das der Witcher! Ach, leck Scheiße. Mich am Arsch, never! Ja, niemals! Ja. Niemals! Das wurde auch schon. Ja, alles auf der. Ich hab's mir gerade auf dem Rechner wieder installiert. Oh Gott, sieht das aus. Aber es läuft offensichtlich nicht bei 12 Frames. Dang. Da ist oh. No Heroes? Ja. 100 Pro. Hm? Ja. Ja. Doch.
Ja, das ist das. Ja, Mann! Oh boy, das sieht sehr nach Suda aus. What the fuck? Das wirkt sehr Suda, ja, ja. Oder halt noch das könnte was anderes sein, aber es wirkt sehr noch ein neues Platinum im Spiel. Nee, das ja, da, Get Some. Ja, da ist das ist doch der schon. Sprecher ja. von Travis. Ja, der hier ist. Fuck ja! Endlich was endlich für Robin. Endlich was für Robin. Ah. Robin Time. Oh, spielt endlich Service Strikes Again fertig. Ah. I'm sorry. Oh, das sieht voll gut aus. Und mit den aber Gesten sogar. Ja, die gab's immer, da kannst du das Panzer auch sicher, dass das machen. Muss nicht in-game sein. Nee, das ist CG. Aber wenn das so Spiel so aussieht, grafisch wäre geil. Ja, Mann! In sein Auge rein. Oh. What? Panzer Dragoon? Das wollte gerade auch sagen, das sieht aus wie ein Panzer Dragoon Drache. Ja. Ja, das ist doch Panzer Dragoon. Das ist doch Panzer Dragoon. What the fuck? What the fuck? Hallo? Das ist, ist das ein neues Panzer Dragoon Spiel? Ja, oder ist das, ich glaube, das ist der erste Teil. Na, ein Remake dann, oder was? Panzer Dragoon Orta ist so unglaublich. Das Design ist so cool. Ja, das ist ein Remake, oder? Ja. Holy, das ist ja amazing! Ist das Animal Crossing oder noch wichtiger Bayonetta? Wenn es jetzt nicht Animal Crossing ist. Ja, muss Animal Crossing sein. Nee, nein. Doch, Nook Inc. Oh. Wir fliegen diesmal. Aber warum ist es nicht... Wir fliegen diesmal, was heißt das denn? Das ist die große Neuerung. Sonst bist du mit dem Zug da hingekommen. Oh, weil es diesmal eine Insel ist. Oh, es sieht so toll... Oh, Animal Crossing ist so perfekt für die Switch. Ja. Alles mal alles aufräumen. Oh, yeah. Und das ist Harvest Moon. Ja, das ist ja sowieso halb. Ich will richtig Harvest Moon. Also ist das dann was anderes? Weil das sieht ja doch alles anders aus, kocht man jetzt auch Sachen oder was? Naja, offensichtlich ist das so ein Survival-Ding offensichtlich auch so ein bisschen, oder? Ja. Was zu nehmen? Naja, also ich glaube nicht, dass es eine Insel hatte. Es wird kein Endstate geben. Boah, kannst selber Wege bauen. Not bad. Oh, endlich kann man sich richtige Wege bauen. Holy shit, New Horizons. 20. März. Das ist ja gar nicht so weit. Naja, nein. Exakt das Gegenteil meiner gesagt. Ja, ich dachte halt, wir kriegen es noch dieses Jahr. Das ist deine Rechnung. Also mit diesem Jahr habe ich nicht mehr gerechnet. Und da null Bells. Ja. Wir haben null Bells. Dein Nuke Phone? Ja, natürlich. Wie er sich auch freut. Gibt's noch Isabel? Ist die wichtigere Frage. Nee. Das ist der King K. Rool Trailer nochmal. Ach, und diesmal ist er dabei. What? Also noch ein DK-Charakter? Benjo! Oh, das war ein Puzzleteil! Das war wirklich Benjo. Wir kriegen freaking Benjo! Ja, ja. Ja. Phil Spencer hat lang genug gebettelt. Ja. Jeden Tag hat Phil Spencer auf Twitter geschrieben. Es ist so passiert! Es ist so absurd. Sehen wir gleich ein Microsoft-Logo? Ja, und jetzt kommt Benjo. Sehen wir gleich ein Microsoft-Logo in ja. diesem Trailer? Ja, bestimmt. Ja, Kazooie. Oder Phil Spencer kommt ja. auf Instagram. Oh, wie super! Das ist ja krass. Ja. Oh! Sie machen genau das gleiche nochmal. Ja, ja, es ist der gleiche Gag. Genau. Oh, da sind sie! Cool. Und sie sehen ganz schön weird aus. Sie sehen so viel besser aus als die in Nuts and Bolts. Das ist so unwahr! Das ist so wahr! Ich finde, das sieht viel das nicht sieht gut aus so mit den Augen. Sieht sympathischer aus als diese komischen, kantigen Viecher. Die Switch. What? Oh, ja, Snap! Es kommt vielleicht dann noch die Switch. Neue T-Shirts für Pokémon vielleicht? Oh. Doch, Metroid? Nee. Das ist doch der Livestream, das kenne ich doch sofort. Neues Zelda? Das sieht nach Zelda aus irgendwie. Es hat sehr, was sehr Zelda ist. Das sieht wirklich sehr Zelda sind, aus. Ja, ja, guck mal, das sind die. Ist wirklich Monolith? Das ist ein neues Zelda. Das ist auf jeden Fall rückwärts. Wie kommst du auf Monolith? Ja, das ist was rückwärts gespielt ist. Es ist. Das ist Zelda! Ja, ja. Aber also ist es von das, Monolith, ist die Frage. Ist das Breath of the Wild 2? Das sieht das auf jeden Fall sehr ähnlich aus, ja. Weil das ist ja auch Ganon und das ist... Das ist die Unterwelt, sie fügen eine Unterwelt zu Breath of the Wild dazu. Das ist Breath of the Wild 2. Breath of the Wild Underworld. Oder halt ein, genau, oder halt ein Underdog. Großes Add-on. Underdog. Oh, ja, ja. Das ist, holy moly. Oh, bitte lass Zelda was Cooles machen. Alter! Ja, lass mich... Oh. Ist das mal Majora's Mask? Lass mich Zelda spielen. Das ist halt die Unterwelt. Okay, das sehen wir ab. Geht einfach. Wurde die geteased in Breath of the Wild? Weil du sagst, es ist die Unterwelt? Nee, aber es gibt halt so diese Fan-Wünsche zur Unterwelt. Also das ist, die Unterwelt ist ein Lore-Ding. Und es gibt halt dieses Dark World-Dings, was sich ja durch ein paar Zelda-Spiele zieht. Okay. Ja. Ah, okay, das ist wirklich der Nachfolger. Oh, okay. Aber wow. Ist es dann...
Das ist ein super Rausschmeißer. Alter. Also es hat nichts mit meinem Alter, Spiel. Nintendo. Das ist einfach ein neues Spiel. Ja. 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 Aber im selben. Geil. Holy shit. Damit habe ich jetzt doch nicht mehr. Das waren zwei Leute. Nicht schlecht. Banjo-Kazooie war ja schon ein guter Rausschmeißer, aber das noch hinterher. Aber dann Animal Crossing. Hey. Guck mal, die Flimsy Eggs. Das ist keine Axt, das ist ein Kasten. Well done for now. That's not my dad. That's the dad. Das würde ich jetzt gerne auch spielen. Diese pornöse Musik im Hintergrund. Was hast du denn für Pornos geguckt? Ja, das kommt schon hin. Schon so ein, schon so ein Soft-Porno-Musik, mhm. Ja. Ich glaube, wir gucken unterschiedliche Pornos. Ja, die kranke Scheiße, die du dir anguckst. Ja bei mir gibt's gar keine Musik. Ich will. Ich hab mal mit, das ist schon ewig her, aber die hatte ich über irgendeine Dating-App und mir war langweilig, ich hab die einfach angerufen. Was? Würde ich sofort wegdrücken. Ja, aber das war jetzt auch nicht, das wird was richtig krasses. Das war eher so, mal gucken, was passiert. Das fand ich einfach lustig. Die war einfach geruselt, hatte ich sofort blockiert. Der ist jetzt nicht blockiert oder so, aber ich bin so, hallo? Also ich würde immer fragen, kann ich dich anrufen? Ich hab halt einfach direkt laut gelacht, ich fand das super lustig. Wow. Boah, ich hätte sofort aufgelegt, wenn ich so, hallo? Und dann lacht der Typ am anderen Ende. Was für ein Arsch. Oh, ja. Das Robin lustig. Von Tinder. Ja, das war Tinder. Ey, nee. Das ist mega weird. Dann soll es das jetzt gewesen sein. Viel Spaß euch noch, falls ihr noch Treehouse weiterguckt oder was auch sonst ihr noch jetzt mit dem angebrochenen Arm anfangt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.